mit dem Spiel wahrscheinlich so auskennen, weil mir sagtet ja alle gar nichts. Ach so. Nee, denn hier die Fallenkiste, die sendet halt ein elektrisches Signal aus, um es auf Deutsch zu sagen. War das eine davon? Nee, das war eine normale. Hier, das siehst du daran, dass der Kabel jetzt leuchtet, wenn man da anmacht. Zumindest kurz. Und dadurch kann man halt irgendwie Sprengsätze dran montieren oder irgendwelche Schießvorrichtungen, die dir Pfeile ins Gehirn blasen. Dementsprechend halt Fallenkiste, weil man daraus Fallen bauen könnte. Jo, liest du eigentlich auch Chat dort? Ja, ich habe doch gerade drauf geantwortet. Achso, ja, ich wollte gerade... Ich denke mal, bis 22 Uhr sollte ich noch dabei sein. Danach mache ich dann Schluss. Ich möchte nämlich noch ein bisschen Skyrim heute spielen. Leute, der wollen nur mit 5 Usern, 50. Boah, sieht nicht gut aus. 15 sind es immerhin. Wie viel sind denn gerade in der PTC online? 30. Na gut. Jo, mich kann dann besser zurechnen. Ich kann ja halt eben nicht mitgucken, aber ich würde gern. Hast du denn keinen PC? So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich mit der Mauer fertig. Ich wollte irgendwo noch ein Haus hinsetzen. PC habe ich schon, funktioniert nicht mehr. Was hast du denn damit gemacht? Keine Ahnung, der stellt eben nur alle 5 Minuten ab. Also nicht so sonderlich gut. Ja. Kriegst du denn irgendeine Fehlermeldung? So. Nö, der schaltet sich einfach von allein ab. Ohne Fehlermeldung alles. Bleibt denn das Bild vorher kurz stehen, also freest er? Nö, der fällt einfach nochmal runter dann. Ohne Vorwarnung. Das ist ja lustig. Na, was macht Windows seitdem beim Bluescreen? Also was heißt seit neuestem schon und ewig eigentlich? Seit... gar nicht. XP oder sogar, oder später. Aber ja, normalerweise... Fährt er automatisch beim Bluescreen, den zeigt er quasi gar nicht mehr an, oder wenn dann nur eine Sekunde, und dann fährt er sofort runter und startet sich neu. Oh, das ist ja lustig. Kann man aber abschalten in den Starteinstellungen. Also wenn man ihn im abgesicherten Modus oder so startet, dann gibt es eine Option, wo auch der automatische Neustart beim Bluescreen deaktiviert werden kann, sodass man sich den Bluescreen mal anschauen kann und nachgucken kann, warum er kommt. Also ich habe irgendwie nie was angeschaltet. Die Informationen, die da angezeigt werden, einem helfen. Und naja, immerhin Memory oder Grafikkarte sieht man eigentlich direkt. Ja, genau, aber manchmal ist es auch sehr auskräftig. Einfach aus. Was ist? Was hast du gesagt? Den Rechner, der manchmal einfach ausgeht bei Überlastung, wenn ich spiele oder Livestreams bei denen schauen würde oder so. Wahrscheinlich Überhitzung oder so. Oh ja. Aber es sind ja dann immer einzelne Komponenten, die halt überhitzen. Der ganze PC überhitzt ja nie. Er sieht nur, oh, du bist heißer als du darfst. Ich schalte dich mal aus. So, hier schummel ich jetzt mal wieder so ein bisschen. Das kennt man ja von mir nicht anders. Oh, du baust in der Luft. Ja. Nicht runterfallen? Nee, ich mach's ja, ist ja, Schwerkraft ist in Minecraft ein Gerücht. Minecraft hat den Superkleber für sich entdeckt. Matrix. Ja, genau. Alle Steine werden brav aneinander geklebt. Außer Sand und Kies, der kann dann wirklich mal runterfallen. Und natürlich der Amboss. Was allerdings nichts damit zu tun hat, dass es ein Amboss ist, eher damit, dass es einfach lustig ist, wenn einer einen Amboss auf den Kopf fällt. So wie in diesem ganz alten Zeichentrickfilm. So, der muss weg. Habe ich 4 rausbekommen? Ja, aber gut, hab ja noch Zeug dabei. So, jetzt machen wir den Weg hier fertig. So. Das wird dann halt der Haupteingang erstmal.
So. Der Weg ist fertig. Hier kommt wieder so ein großes Tor hin. Aber was packe ich hier hin? Das sieht jetzt noch so trist und leer aus. Ich würde fast schon sagen, ich baue hier ein kleines Wohnhaus hin. Machen wir erstmal hier die Ecke. Passen wir dann nochmal an. So. Dann fülle ich hier Dreck rein, damit da Gras drauf wächst, damit wir hier eine vollständige Wiese haben. Den Sand hier komplett weg. Ich glaube, hier nach machen wir mal was Spannendes. Lege ich jetzt nur noch den Dreck hier rein. Und ich glaube, wenn ich jetzt den ganzen Abend hier rumbaue, dann bin ich eher eine Schlaftablette, die beim Einschlafen hilft. Anstatt ein interessantes, spannendes Unterhaltungsprogramm. Ja, ich merke schon, außerdem regnet es wieder. Das dritte Mal während der Aufnahme, aber ich darf ja Regen nicht mehr ausschalten. Dadurch ist mir ja letzte Mal... Darfst du nicht? Nee, dadurch ist mir letzte Mal ein ganzer Bau abgebrannt. Weil genau in dem Moment, wo ich ausgeschaltet habe, noch ein Blitz durchkam und der dann nicht gelöscht wurde. Ach, haben Sie das gehört? Früher war doch egal, ob geregnet hat oder nicht. Der Blitz hat doch immer nur einen Block entzündet und der ist nicht weiter. Ja, heutzutage, nicht weiter ausgebreitet. Heutzutage geht er nur beim Regen nicht aus. Das heißt, in der Wüste ist es doof, sich ein Holzhaus zu bauen, oder? Nee, in der Wüste ist virtueller Regen, also Regen, den du nicht siehst. Ah. Cool. So, dann packe ich mal das ganze Zeug hier weg. Das dauert jetzt vielleicht noch ein bisschen. Weil ich nie weiß, wo ich was hinsortiert habe. Obwohl es gerade so wirklich so aussieht, als hätte ich mal Ahnung, wo hier was hinkommt, da ich mich noch nicht groß verklickt habe. Unser Stein, der kommt woanders hin. Die Fackeln auch. Fangen Sie, den Befehl hatte ich auch drin. Allerdings hatte ich da das Problem mit dem Befehl, dass alle Blitze, die halt eingeschlagen sind, Blöcke in Brand gesetzt haben und die halt ewig lange fröhlich vor sich hingebrannt haben. Ja, Tilly. Auch noch Essen drin. So, jetzt ist doch die Frage, die ich mir stelle, wo habe ich meinen Bogen hingetan? Ich bräuchte eine, keine Effizienz, mehr eine Haltbarkeit. Haltbarkeit, Glück am besten. Glück, Effizienz. Haltbarkeit, Effizienz. Haltbarkeit, aber auch mit Effizienz. Kann man wohl nichts machen. Na, nehmen wir die hier. Brauche ich nicht. Übrigens, ich habe noch eine Kiste voll mit verzaubertem Zeug, also das ist nicht alles.
Nur mal so, um das Gerücht zu zerschlagen, ich hätte zu viel Freizeit. Ja. Ich glaube, im Punkto Bescheidenheit war es nicht gerade richtig, diese Kiste zu öffnen. Autsch. Ja. Ja. Reicht das noch? Nee, reicht nicht. Oh Gott, ich gehe noch pleite an Diamanten. Ich muss dringend wieder in meine Mine rein. Ja, so schaut's aus. Naja, es waren mal mehr, sagen wir es so. Nur das noch. Nein? So. Ach Quatsch, ist alles fertig. Außerdem, wer jetzt noch Fragen hat, oder vielmehr gar keine Ahnung hat, wo es jetzt hingehen soll, ich gehe an den wohl spannendsten, bösartigsten, gemeinsten Ort, den Minecraft kennt, nämlich die Hölle. Allerdings brauche ich dafür noch meinen Bogen. Ich will nicht mit irgendeinem Bogen da reingehen, sondern mit denen, wo ich die ganzen Verzauberungen drauf verschwendet habe. Wenn ihr einen Bogen seht, sagt Bescheid. Nee. Wo habe ich den hingepackt zum Teufel nochmal? Hallo Pia. Hallo. Hallo. Hi. Auch nicht. Oh, mein Bogen ist weg. Wie soll ich denn in die Hölle ohne meinen Bogen? An den drei Bögen waren. Ja, die waren, das waren nicht die richtigen. Die waren alle unverzaubert. Ich suche einen, der speziell auf die Hölle verzaubert wurde. Oh, guck mal, wer da kommt. Aber wo zum Teufel habe ich den Bogen hingelegt? Übrigens, die grüne Chatfarbe, die bedeutet so viel wie Twilly und ich sind die Admins da. Alle anderen haben nichts zu melden. So Big Boss-Style halt. Vielleicht hier drin? Auch nicht. Ich wette, Twilly hat meinen Bogen gefressen, als er Hunger hatte. Aber er kommt jetzt ja wahrscheinlich, da können wir ihn selbst fangen. In den Kisten hier auf jeden Fall nicht drin. Nee. Wartet mal, ich kam das letzte Mal aus der Hölle. Habe alles, was ich gefunden habe, in diese Kiste gepackt, nur mein Bogen nicht. Habe ich den wirklich weggeworfen? Naja, dann müssen wir ohne Bogen rein. Das macht jetzt auch nichts. Ich gebe auf jeden Fall keine Pfeile aus, um böse Geister abzuwehren. Steh im Weg, Kumpel. So haben wir es ja gerne. Weißt du überhaupt, wer dich erschaffen hat? Mäh. Spaß. Kein Respekt. Nicht so wie er hier schön an der Seite stehen. Oder sie hier. Hallo Leute. Hallo Twilly. Hallo. Hallo Twilly. Hallo. Ach Gott, wie ist da alles? Oh, Power ist sogar da. Ja. Und Matti. Und Frühstück. Dodo. Na danke. Ich hab zum Funktionieren gebracht. Er ist Pia. Jetzt bin ich. Hey, und wir sind schon 16 Leute im Livestream. Und Benny guckt uns auch zu. Twilly, Benny kann nicht mehr auf den Server kommen. Also dein Lieblingssklave hat sein PC so weit geschrottet, dass es gar nicht mehr reagiert. Oh. Traurig darüber. Hört Benny uns gerade zu? Ja, ja, er hört uns zu. Benny, Bro, Schimmel, was kannst du? So, darf ich euch vorstellen, das ist die Hölle für alle, die mit Minecraft...